die sozialen Sachen oder Benefits-Sachen, Charity-Sachen, das ist nicht erst seit diesem Album ein Thema. Du hast ja auch einen Song beigesteuert für die Sternschnuppen-CD. Also wie wichtig sind so soziale Sachen bei dir im Zusammenhang mit der Musik? Also du lässt das auch gerne mit einfließen, oder? Ich finde, es ist sehr wichtig, weil man kann mit der Musik sehr viel aussagen oder den Leuten auch klar machen, wie sie Sachen sind. Und bei den Sternschnuppen war es so, dass ein Mädchen zwei Songs aufnehmen wollte, aber natürlich nicht das ganze Album zusammengebracht hat. Und dann hat man mich auch gefragt, ob ich dort mitmachen würde und zwei oder drei Songs zur Verfügung gestellt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele das waren. Und ich habe mich dort natürlich gerade bereit erklärt, um da mitzumachen, weil ich habe das etwas Schönes gefunden. Und wenn jemand schon so einen Wunsch hat, soll man den auch unterstützen. Und auf dem neuen Album, wie du gesagt hast, hat es jetzt auch zwei Songs drauf, soziale Songs. Also das eine ist eben «Domani un altro giorno», das ist gegen Diskriminierung allgemein. Es ist jetzt auf das Thema Homophobie ausgegangen. Also gegen Homophobie. Weil ich einfach finde, man sollte Menschen so annehmen, wie sie sind. Egal, ob er jetzt hetero, bisexuell, homosexuell oder was auch immer ist. Und die Vorurteile einfach einmal auf der Seite lassen. Oder? Und es gibt eben schon noch heutzutage sehr viele, die Vorurteile haben. Allgemein bei Sachen. Oder? Und darum habe ich das, ist mir angeboten worden, um dort mitmachen bei dem Thema von meinem Management und Produzenten in Italien, von Luca Venturi. Und durch das haben wir auch eine Patenschaft bekommen von der Arci Gay, die eine der grössten Organisationen in Italien ist für Gay und Lesben. Mhm. Und die haben das von Anfang an unterstützt und haben gerade mitgemacht. Oder? Und ja, ich bin der erste Künstler, der sie überhaupt eine Patenschaft übernehmen. Bis jetzt haben sie Anfragen gehabt, aber es ist noch nie, sie haben noch nie mitgemacht. Oder? Und das ist für mich auch eine Ehre, dass ich das bekommen habe von ihnen. Und dann das andere Lied, das auf der CD ist, das ist «World We Love» mit der Marie-Claire Duvaldo. Und das ist ein Thema, das über unsere Umwelt redet, über die Erde, was wir überhaupt der Erde antun. Dass wir vielleicht einmal ein bisschen mehr Acht geben und ein bisschen weniger egoistisch sind als Mensch. Also, das empfehle ich, um mal reinzuhören. Ja. Also eben, sehr spannend und du sprichst es an, der Song in Italien, das ist jetzt haben die Italiener ausgesucht, betreffend der Homophobie, der Schwule, Lesbe oder Transgender-Problem, um darüber zu schwätzen. Aber du stehst ja auch in der Schweiz dazu, oder? Also, was hast du da mit dem Song, mit dem Video für Erfahrungen gemacht, wo das rausgekommen ist? Also es ist sicher nicht auch ganz unproblematisch, wenn als Musiker so boom an die Öffentlichkeit gehst, gibt es immer wieder Kritiker oder wo versucht das... Es ist so, dass wir jetzt gemerkt haben, die Schweiz ist sicher ein bisschen offener als in Italien, was das Thema an sich betrifft. Es ist aber sicherlich auch noch ein riesiges Tabuthema, auch in der Schweiz. Man tut es einfach ein bisschen unter den Teppich wischen und man redet einfach nicht drüber und das ist dann so. Und wir haben also schon auch, wie soll ich jetzt sagen, Schwierigkeiten erlebt mit dem Video und mit dem Thema jetzt in der Schweiz, weil einfach gewisse Medien oder was auch immer nicht darauf aufgesprungen sind, weil es eben ein heikles Thema ist, sagen wir. Also, es gibt es zwar, aber man redet nicht drüber. Ja. Irgendwie, also. Aber also, wenn ich es verstanden habe, nimmst du das trotzdem auch als... Eben, du nimmst das auf dich als Pate von diesem italienischen Projekt, auch in der Schweiz, das wieder neu oder immer wieder zu thematisieren, dass man darüber redet. Also da hast du kein Problem damit. Du willst ja einen, der das Gespräch anregt oder dass man diskutiert. Ob jetzt dass jetzt die Schwule die Lesben ist oder über die Umwelt. Mhm. Also von dem her hast du ja ein erstes Ziel erreicht. Auch wenn man sagt, man schwätzt nicht drüber, dann fällt mir schon darüber auf schwätzen. Oder? Also, ja. Ist das Ziel, das auch in der Schweiz wieder ein bisschen ankurbeln?
Das ist so, wie wenn ich so ein Projekt mache, dann möchte ich natürlich auch, dass die Leute das mitbekommen, dass das gibt. Und es tut eben gut, über gewisse Thematiken auch können zu reden. Also, weil es gibt viele Themen, die in der Gesellschaft einfach nicht beredet werden oder man zu wenig darüber redet. Und ich finde, es ist wichtig, dass man darüber redet. Ja. Und ich finde auch, über die Musik, über die Emotionen, hat man auch einen Punkt, wo man es nicht immer muss persönlich nehmen, sondern was aus dem Gemeinschaftlichen geht. Und da hast du schon angetönt, hast noch einen zweiten Song drauf. Also darf man von dir sicher auch weiterhin noch in die Richtung etwas erwarten, oder? Nicht als sozialer Arbeiter, aber als so sozialer Musiker. Oder gibt es da schon etwas, was man da verraten darf? Verraten darf ich noch nicht, aber ich denke, das wird nicht bei diesen Songs bleiben, was soziale Thematiken betrifft. Da werden sicher noch ein paar dazukommen, ja. Weil eben, wie gesagt, ich finde es sehr wichtig, dass man über gewisse Themen redet und dass es auch an die Öffentlichkeit kommt, dass man seine Kinder aufklärt oder was auch immer. Also es ist wichtig, gewisse Themen zu besprechen. Ja. Zum Videoclip, den du gemacht hast, von Propaganda her, was ist das für ein Videoclip, wenn du sagst, Thematik Schwule und Lesben, Szene oder Diskriminierung von der Schwulen und Lesben ein bisschen in den Vordergrund stellen, mit Musik? Es ist eben, also der Videoclip von Domani Natura Giorno ist widerspiegelt, also mich, ich bin der ernste Part in diesem Video, wo auch, wenn man den Text versteht und hört und übersetzt, dann weiss man, es ist ein harter Text und darum bin ich dort eher die ernste Seite und dann hat es Ausschnitte drin von Gay Prides in Italien und da sieht man einfach auch, wie die können festen und feiern, also dass die dass normale Menschen sind wie den anderen auch, oder? Und gleichzeitig sieht man mich, der ernsthaft ist und eben den harten Text im Prinzip überbringt, oder? Also es ist so eine Mischung zwischen Party und Ernst und wir haben eigentlich wollen aufzeigen, eben wir sind alle gleich, egal wie, wo, was. Also, das ist eigentlich der Sinn der Sache. Ja. Also der Clip gibt es ja bei uns. Wir sind nur einen Klick davon weg. Wenn ihr interessiert sind, schaut rein. Wir haben auch noch mehr Videos vom Rob Cole. Und wir werden auch weiterhin dranbleiben, was da noch geht. Hast du schon eine schöne Karrierebasis erarbeitet. Jetzt wünschen wir dir viel Erfolg und sind gespannt, was weiterhin geht. Ja, danke vielmals euch auch für den Erfolg und merci vielmals fürs Interview. Ja, merci.